Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Ich bin so nervös. Das kann ich mir vorstellen. Und es wird genauso spannend wie die letzten Male. Wie die letzten Male? Germany's Next Topmodel geht los. Ach Gott. Und der Bachelor auch. Ich dachte, du meinst was anderes. Wieso, was denn? Egal, nee, ist egal. Nee, sag mal. Nee, ich will dich da nicht irgendwie... Helga, was meinst du? Hast du das denn da nicht mitbekommen in den USA? Was denn? Das mit den UFOs. Was denn für UFOs? Da sind doch, haben sie doch UFOs gesichtet. Du meinst das mit dem Ballon? Ballon, Marianne. Das ist ja die offizielle Version. Aber das war doch nur so ein großer, So ein Luftballon. So ein großer Luftballon, den sie vom Himmel geplatzt haben. Wie soll denn so ein Luftballon so hochkommen? Helium. Wozu denn? Das haben sie doch, Wegen Chinesen, glaubst du? Die glauben doch, dass die Chinesen da Spionage gemacht haben. Das machst du doch heute mit Computern, nicht mit so einem... So ein Luftballon. Aber... Die wollen uns die Wahrheit nicht sagen, Marianne. Meinst du? Erst war das ja nur der Luftballon. Und dann? Und dann haben sie ja noch viel mehr unbekannte Flugobjekte über die USA gesehen. Wirklich? Und gab das jetzt mal irgendwie eine Erklärung, was das gewesen war? Die haben sie doch abgeschossen und dann hat man doch gesehen, was das war. Gab das da mal eine Erklärung? Ich glaube nicht. Die verheimlichen uns was. Aber das war doch so ein Wetterballon, Helga. Wie das Wetter wird, kannst du dir eine ARD in der Tagesschau angucken. Aber dafür brauchst du doch auch so ein... Sven Plöger brauchst du dazu, mehr nicht. Aber wozu sollten uns die Amerikaner denn was verheimlichen? Die wollen doch nicht, dass wir nervös werden. Aber wovon denn nervös? Marianne, bitte. Nun sag schon. Ich weiß Dinge, Marianne, das ist... Helga. Hör mir auf. Aber... Das kannst du dir in dein... Nee, komm. Bitte. Aus, nee, bitte. Glaubst du etwa, das sind so... So Aliens? So Aliens? Marianne, es geht los. Was geht los? Das darf ich doch nicht erzählen. Ist doch alles top secret. Woher weißt du das alles? 97 habe ich mal im Weißen Haus gearbeitet. Wirklich? Das darf aber keiner wissen, Marianne. Aber was weißt du denn? Ich habe auf mein Leben geschworen, dass ich das alles nicht weitererzählen darf. Ach bitte. Na gut, also... Die sind schon lange ohne uns. Wer? Noch die Aliens. 510 nicht identifizierbare Flugobjekte wurden in den letzten Wochen über Amerika entdeckt. So viele? 510, Marianne. Aber wieso denn nur da und nicht hier in Deutschland? Wegen Internet. Was hat denn das damit zu tun? Wir haben hier so schlechtes Internet in Deutschland, da können die doch gar nicht mit ihrem Mutterschiff kommunizieren. Ach so. Ich weiß Dinge, Marianne, die willst du nicht wissen. Sag mal. Ich darf nicht. Bitte. Na gut, die Aliens, die sind schon lange ohne uns. Die sehen aus wie normale Menschen, aber eigentlich sind die nur getarnt als Aliens. Marianne, verstehst du, was ich sage? Mach mal die Musik aus da jetzt. Entschuldigung, mit Musik ist das noch spannender. Das sind auch richtige Prominente hier in Deutschland, die eigentlich Aliens sind. Wer denn? Darf ich nicht sagen. Aber... Ross Anthony. Was? Jorge González. Aber wieso denn Ross Anthony? Merkst du denn nicht, wie deine Ohren wehtun, wenn der redet? Ja, ein bisschen, ja. Ross Anthony. Der liest unsere Gedanken. Helga, also... Langsam muss ich sagen, finde ich das... Wirklich ein bisschen gruselig. Marianne, bitte, ich hab gesagt, mach die komische Musik aus da. Ich hab die Musik nicht angemacht. Oh nein. Was? Ich hab zu viele Informationen preisgegeben. Jetzt holen sie mich wieder und wollen Experimente mit mir machen. Ich brauche ein Eierlikör. Also... Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Wackelpudding. Kann ich nicht. Ich muss jetzt wenn ganz schnell weg, wackelt, weil die CIA hat auch wieder mitgehört und wenn das so wackelt, das wieder Ärger von den Alien. Hier, Schlachter Knutzen ist übrigens auch ein Alien. Krieg Hühneraugen von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mokdad. Mokdad.